Ja, grüß Gott zusammen, sagt man hier in Stuttgart. Allerdings sind wir in Stuttgart-Bad Cannstatt. Hier gibt es auch ein Amtsgericht. Und hier war ich mal wieder. Ich war hier vor ein paar Monaten schon, also ich kenne das schon. Und heute ging es um einen Fall, der sich auf einer Versammlung abgespielt hat. Neben mir steht mein Mandant, der Firat Polat. Der hat Fitnessstudios hier in der Stuttgarter Gegend, eigentlich Stuttgarter Jungen, wie man so schön sagt. Geboren und aufgewachsen. Geboren und aufgewachsen. Und der hat sich im Rande oder auf einer Versammlung hat er eine Rede gehalten, die er im Anschluss oder unter dem Eindruck von Polizeigewalt, nenne ich es mal, ob rechtmäßig oder nicht, lassen wir mal dahingestellt, das war jetzt heute nicht das Thema, gehalten hat und hat dann, wie soll ich sagen, wieder mal möglicherweise einen Vergleich angestellt durch das Verhalten von Polizei vor 80 Jahren und dem von heute. Den genauen Wortlaut können wir nicht sagen, das würde das Ganze jetzt hier sprengen. Und definitiv klar ist, dass das Ganze einen Strafbefehl gab wegen Volksverhetzung gemäß § 130 Absatz 3, wegen des möglicherweise Verharmlosens von NS-Strafverbrechen. Und gleichzeitig tateinheitlich mit 21-fachen Beleidigungen, weil 21 Beamte vor Ort waren. Und er hat eben die Beamten angesprochen, wann fangt ihr an, eure Befehle zu hinterfragen und so weiter. Das gibt es im Video, das haben wir heute in Augenschein genommen. Das war auch die einzige Beweisaufnahme, die wir durchgeführt haben. Dass die Tat so als solche zugegeben wurde, ist klar. Und ich habe dann nach dem Plädoyer der Staatsanwältin, die sie in meiner Augen relativ schlecht vorbereitet hatte, weil sie die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hier nicht zitiert hat, die ich dann sehr wohl zitiert habe, zu eben dem Problem der Volksverhetzung, habe ich dann eben Freispruch beantragt. Die Staatsanwaltschaft hat 65 Tagessätze beantragt. So ist es dann auch gekommen. Der noch sehr junge Richter, nicht Richter am Amtsgericht, hier in Stuttgart-Bad Cannstatt hat ihn verurteilt. Ja, Herr Polat, wie fühlen Sie sich? Ich hab damit gerechnet. Ich dachte eher, dass es so 50-50 laufen wird, aber aufgrund dessen, dass es ja dass, der § 130 StGB, wie auch mein Rechtsanwalt, Herr Dirk Sattelmeier, das mir vorab erklärt hat, ist eigentlich was ganz anderes, eine Volksverhetzung. Und den Vergleich hat es so auch nicht direkt gegeben, also beziehungsweise die Gleichsetzung nicht gegeben. Das hat er auch super gemacht, muss ich sagen. Also ich war wirklich super begeistert, wie du da auch die Verteidigung vorbereitet hast. Und wenn man mit gesundem Menschenverstand sich das anhört, müsste ich freigesprochen werden. Aber da aktuell alles verfassungswidrig läuft, muss man mit sowas rechnen. Ja. Das ist auch das, was ich, also ich habe ja auf diese Gefahr hingewiesen. Also, § 130 Absatz 3, der besagt, wenn man unter anderem NS-Verbrechen verharmlost, das könnte durch einen, man sagt mal Vergleich, das stimmt aber nicht. Vergleichen kann man einen Apfel mit einer Birne auch und sagen, am Ende der Apfel ist was anderes, er schmeckt anders als die Birne und er sieht auch anders aus. Am Ende vergleicht man sie natürlich, setzt sie aber nicht gleich und das ist das Entscheidende. Die Gleichsetzung führt möglicherweise zur Verharmlosung, das ist richtig, das haben sie nicht gemacht. Eine Gleichsetzung haben sie in meinen Augen nicht vorgenommen, deswegen auch keine Verharmlosung. Das ist ganz wichtig. Das ist das eine, das ist die Tathandlung. Das zweite ist aber, dass Feststellungen getroffen werden müssen über die Frage, ist die Äußerung, ist dann diese Verharmlosung, ist die geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören? Und das ist der Knackpunkt hier in diesem Fall. Das ist eine reine Rechtsfrage. Und diese Geeignetheit muss festgestellt werden. Und da habe ich ziemlich ausführlich dargelegt, was da eben das Bundesverfassungsgericht zu sagt in seinem Beschluss von 2018 noch und auch jetzt aktuell noch eine Entscheidung vom Landgericht Hamburg, die ist ganz aktuell aus diesem Monat, da wird das wunderschön dargelegt und genau dieses Problem hat der Richter aber offenbar nicht zum Anlass genommen, sie freizusprechen, sondern sie zu verurteilen. Und ich habe da die Begründung, die mündlich ganz kurz vorgetragen wurde, habe ich nicht mehr nachvollziehen können. Das ist für Sie natürlich auch ganz schwer, ich weiß. Und da bin ich mal sehr gespannt, was da eben sich der Richter dann einfallen lässt hier. Er wird definitiv mehr Arbeit haben, sie zu verurteilen und das zu begründen, als sie freizusprechen. Da bin ich ziemlich sicher. Nur bin ich eben auch leider Gottes kann ich mich des Eindrucks eben nicht erwehren, und das habe ich Ihnen auch gesagt, dass eben da so junge Richter und Richterinnen eben Schwierigkeiten haben, sie in der ersten Instanz freizusprechen oder Angeklagte wie sie. Und so ist es dann leider auch heute gekommen. Das ist der Eindruck, den ich habe. Und da müssen wir dann auch ins Rechtsmittel gehen. Das wollen Sie auch machen, ja? Mhm. Und sind da auch kampfeslustig, oder? Wie ist das, ja? Also, tut mir leid, das ist das. Ich habe ja damit gerechnet von Anfang an, dass wenn man diesen Weg geht, dann muss man
Weitergehen, bis zum Schluss gehen, ja, um einfach für Gerechtigkeit zu sorgen. Ja. Und wie gesagt, ich bin ziemlich sicher, dass das Ganze nicht zu einer Vorteilung am Ende führt. Aber wir sind noch mal hier in Stuttgart. Auch hier habe ich so meine Erfahrungen. Es gibt andere Gerichtsbezirke, wo ich durchaus etwas positiver in die Zukunft blicken könnte. Aber so ist es nun mal. Richterliche Unabhängigkeit halte ich immer sehr hoch. Wenn die aber dazu führt, dass man hier entgegen höchstrichterliche Rechtsprechung argumentiert, und das hat er gut gemacht heute, dann kann ich es nicht mehr nachvollziehen, aber dann müssen wir dann eben diesen steinigen Weg gehen. Mhm. Sie haben sehr viele Zuschauer mitgebracht, ne? Ja, danke an alle, die da waren nochmal. Ja. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass an einem Montag um 13 Uhr so viele kommen. Es gibt dann natürlich auch Kraft, weiterzumachen. Mhm. Und wenn man alleine hier steht, dann wirkt sich das ein bisschen anders aus. Dann fragt man sich, lohnt es sich überhaupt? Aber ja, wir müssen bis zum Ende kämpfen. Also, Sitzungssaal war voll. Ja. Und Richter hat dann auch richtigerweise dann einen größeren Sitzungssaal eben genommen. Gerhard, wir stehen hinter dir. Dankeschön, Ralf. Und du weißt ja, wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. So sieht's aus. Okay, das war's. Das Statement hier, das Abschlussstatement hier aus Stuttgart, Bad Cannstatt. Dankeschön, Dirk, dass du aus Köln angereist bist für mich. War auch nicht so einfach, einen Rechtsanwalt zu finden, der da mitgeht. Ja, deswegen. Ja, das sind natürlich, da mag sein, dass da eben einige dann Schwierigkeiten haben, so etwas zu vertreten. Nochmal, ich bin der festen Überzeugung, das war, zumindest nach dem, was ich gelernt habe, keine tatbestandliche Rechtsverletzung. Punkt. Da bleibe ich. Das Video, kann man, glaube ich, das noch abrufen, das Video? Gibt's das ist auf meinem Telegram-Kanal. Alles klar. Okay. Und verlinke ich dann den Telegram-Kanal. Und auch auf Instagram, ist eigentlich überall noch. Das haben sie komischerweise nicht gelöscht. Na gut, alles klar, das soll es gewesen sein. Und ich muss jetzt zurück nach Köln. Alles Gute und bis dann. Die Augen nochmal. Tschüss. Ciao.